Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der auferstandene Herr, er sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, wir sind nach 8 Wochen in der ältesten Kirche unserer Seelsorgeinheit angekommen, in der Bernhardus-Kirche, der ersten Rastatter Kirche. 8 Wochen meine ich, wir sind jetzt alle 8 Kirchen zu Sonntagsgottesdiensten, zu aufgezeichneten Sonntagsgottesdiensten nacheinander abgegangen. Und nächste Woche werden wir wieder in Münchfeld beginnen, wo wir damals gestartet sind. 8 Wochen lang schon keine normalen Gottesdienste mehr. 8 Wochen lang schon Ausnahmezustand, auch bei uns in der Kirche und in unserer Seelsorgeeinheit. Ab diesem Wochenende sind auch wieder öffentliche Gottesdienste möglich, aber natürlich unter großen Auflagen und Begrenzungen. Auch die werden wir ausprobieren, genauso wie wir uns an diese Online-Gottesdienste herangetastet haben. Im Moment werden wir zweigleisig weiterfahren, um auch denen etwas zu bieten, die nicht zur Kirche kommen können oder wollen. Werden wir erstmal bis Pfingsten auf jeden Fall diese Gottesdienstaufnahmen jeden Sonntag weiter zur Verfügung stellen. Hier in dieser Kirche des alten Dorfs Rastetten, aus dem einmal Rastatt wurde, dort haben schon viele Generationen, Jahrhunderte von Menschen gefeiert, Gott gelobt, auch getrauert. Hier war früher der Friedhof drumherum. Menschen ihr Leben zu Gott gebracht. Und genau das wollen wir tun, jetzt wieder an diesem fünften Sonntag der Osterzeit. Gemeinsam wollen wir Gott loben und preisen für das, was er an uns und für uns getan hat. Und wir wollen ihn in unserer Mitte, in unseren Herzen willkommen heißen, im Kyrie. Der gute und der treue Gott, er erbarme sich uns, er verzeihe uns Sünde und Schuld und er führe uns in seiner Hoffnung und in seiner Freude durch diese Zeit bis einmal in die Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben und schenk ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte. Wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden. Zum Stein, an dem man anstößt, und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen. Doch dazu sind sie bestimmt. Für alle aber seid ihr ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das ein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg zu dir kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du also sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der mich liebt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, vielleicht waren Sie schon mal in einer Ausstellung oder in einem Museum, wo man einen Bogen gebaut hat, so wie man das früher getan hat, in früheren Jahrhunderten, einen Torbogen, einen Brückenbogen oder auch einen Gewölbebogen. Dann setzt man ganz viele Steine auf ein Gerüst und am Schluss setzt man oben den großen Schlussstein hinein. Und wenn man alles richtig gemacht hat, dann hält der Bogen auch ohne Gerüst und bleibt stehen. So hat man Bögen konstruiert und vielleicht kennen Sie solche Beispiele zum Beispiel aus gotischen Kirchen und Kathedralen oder so manches römisches Aquädukt steht auch heute noch, weil die es genauso gemacht haben. Und da sind wir eben bei diesen Bildern aus der Architektur, die wir heute in den Texten gehört haben. Aus dem Petrusbrief, da ist vom Eckstein die Rede und von den lebendigen Steinen. Und im Evangelium war von den Wohnungen im Himmel die Rede, zu denen Jesus geht, um sie für uns vorzubereiten. Dieser Eckstein, dieser Schlussstein, Christus ist es selbst. Und wir werden als lebendige Steine bezeichnet. Das ist, glaube ich, eins der berühmtesten Bilder für Gemeinde, die es gibt im Christentum. Ein Volk, ein auserwähltes Volk, das etwas aufbaut, das etwas konstruiert, zusammen mit dem Eckstein. Und dann ist uns klar, ohne Eckstein, ohne Schlussstein hält es nicht. Da können wir machen, was wir wollen. Am Schluss wird es niemals funktionieren. Aber genauso gut könnte man sagen, dass der Schlussstein in der Luft hängen würde, wenn es nicht die vielen kleinen Steine gäbe, die auch mitbauen. Natürlich, dieses Bild darf man nicht überstrapazieren. Christus ist Christus auch ohne uns. Aber wir sind ohne Christus nichts. Wir sind abhängig von ihm als Christinnen und Christen. Der Schlussstein, auf den läuft immer alles zu. Und deswegen ist in so manchen gotischen Kirchen gerade dieser Schlussstein besonders verziert. Das sieht man auch hier in der Bernhardus-Kirche im Gewölbe im Alten, immer der Stein oben in der Mitte ist besonders hervorgehoben. Er steht symbolisch für Christus, für den Himmel, für den Blick, den wir nach oben richten, für den Blick zu Gott. Und dann sind wir eben im Evangelium, wenn Philippus sagt: Herr, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt: Nach oben müsst ihr schauen, sozusagen im übertragenen Sinn, auf mich, weil ich bin der Weg,
die Wahrheit und das Leben. Aber wie gesagt, ich finde das Bild schön, weil es ein Ganzes ausdrückt. Die verschiedenen kleinen Steine führen zum großen Schlussstein Christus und ohne einander sind sie für den Bau ziemlich nutzlos. Jeder und jede kann seinen Teil, sein Steinchen dazu beitragen, ob es jetzt im Gewölbe ist oder in der Mauer oder auf dem Dach oder wo auch immer, um mal im Bild zu bleiben. Und auf diesem Weg, da sollen wir andere mitnehmen, da sollen wir andere motivieren, auch zu lebendigen Steinen zu werden. Denn wenn uns mal die lebendigen Steine ausgehen, dann wie gesagt, dann gibt es Christus noch, dann gibt es Gott noch, der Eckstein, der Schlussstein, er steht und er hält. Aber wenn es kein Gebäude aus lebendigen Steinen darum mehr gibt, dann ist das auch nichts wirklich wert. Nur gemeinsam sind wir in der Lage, Jesus ein Gesicht in dieser Welt zu geben und Jesus mit Jesus den Weg zu gehen, der zum Vater führt. Und gerade in dieser Zeit können wir das doch sein, ein stabilisierender Stein für andere, die unsere Hilfe brauchen, die unser gutes Wort brauchen, damit der Weg immer schön begehbar bleibt, der Weg, der zum Leben, zum ewigen Leben führt. Und deswegen steht dieses Evangelium auch in dieser Osterzeit, denn es geht natürlich darum, dass dieser Weg nicht nur durchs Leben, sondern auch darüber hinaus führt, in die Ewigkeit. So wie unser Retter, unser Vorbild, unser Schlussstein Jesus schon vorausgegangen ist durch Tod und Auferstehung, so können auch wir den Weg finden, wenn wir ihm folgen, wenn wir die guten Taten tun, die wir an ihm gesehen haben und wenn wir auf ihn vertrauen, dass er uns zum Vater führt. Amen. Bekennen wir uns gemeinsam zu unserem Herrn und Retter, zu unserem Fundament, Jesus Christus. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, du bist der Eckstein, der die Welt im Innersten zusammenhält. Wir bitten dich um deinen Schutz. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hilf allen Entscheidungsträgern in der aktuellen Situation, weise und klug zu handeln, damit die Welt einen gemeinsamen Weg durch die Krise findet. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Deine ersten Worte an die Jünger waren: Friede sei mit euch. Vor 75 Jahren ging der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende und wir bitten dich, dass wir hier in Frieden leben können und dass auch in den Kriegsregionen der jetzigen Zeit Frieden einkehrt. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein Haus aus lebendigen Steinen. Hilf den Christen, das Feuer des Heiligen Geistes weiterzugeben, statt die tote Asche zu hüten. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns. Du gehst, um einen Platz für uns beim Vater vorzubereiten. Schenke unseren Verstorbenen das ewige Leben und nimm auch die bei dir auf, die Opfer von Gewalt, Hunger und Katastrophen werden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Jesus, unser Retter und unser Herr, wer dich sieht, der sieht den Vater. Wir preisen dich für die Werke deiner Liebe, gemeinsam mit ihm und dem Heiligen Geist, heute und in Ewigkeit. Amen. Amen. Erhabener Gott, durch diese heilige Feier gewährst du uns Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib, dass wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen, sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Retter und unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bring dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut, und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Stefan und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordensleuten, mit allen Männern und Frauen, Kindern und Jugendlichen, die zum Diensten der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Bernhard von Baden und mit dem heiligen Alexander und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir alle heißen Kinder Gottes und wir sind es. So lasst uns miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vor 70 Jahren ging der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende, in Asien tobt er noch länger. Es ist ein wichtiges Datum. Und unabhängig von Diskussionen und Streitereien, wie man das jetzt genau benennen soll, Befreiung oder Eroberung oder was auch immer, ist es doch ein Tag, der uns daran gemahnt, dass nur Frieden, Sicherheit, Wohlstand, Gemeinschaft, Kultur hervorbringen kann. So wie wir in unserem Land, in unserem Europa schon seit 75 Jahren genießen dürfen. Beten wir um diesen Frieden, dass er uns erhalten bleibt hier in unserer Weltgegend
Und beten wir vor allem um den Frieden für die Gegenden, wo noch nicht herrscht, wo Menschen immer noch vor Angst in den Häusern sich verstecken müssen, wo Mächtige nicht verstehen, dass nur der Frieden einander weiterbringt und nicht der Krieg. Wir bitten dich, guter Gott, Friedensfürst, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Fehler und Sünden, sondern schau auf den Glauben und die Hoffnung deiner Kirche und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn, er sei alle Zeit mit euch. Mit deinem Geist. Wünschen wir einander diesen Frieden. Friede sei mit euch. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. So seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, so spricht der Herr.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du gibst uns im Sakrament das Brot des Himmels, damit wir an Leib und Seele gesund werden. Gib, dass wir die schlechten Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen mit dir leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wie gesagt, die übertragenen Gottesdienste für den Sonntag werden erstmal weitergeführt, aber gleichzeitig feiern wir jetzt wieder Sonntagsmessen, im Moment noch in St. Alexander in der Stadtkirche, in ein paar Wochen vielleicht auch in unseren anderen Kirchen. Bitte schauen Sie jeweils in die Presse, ins RATS und in die Tageszeitung, auf unsere Homepage, wann die jeweiligen Anmeldekorridore sind, wo man sich telefonisch anmelden kann. Wir müssen es mit Voranmeldung machen, weil wir eine Begrenzung an Plätzen haben und weil natürlich auch mögliche Krankheitsfälle immer nachverfolgt werden müssen. Es sind herausfordernde Zeiten in vielerlei Hinsicht für uns, aber wir versuchen, wieder ein bisschen Normalität in unseren Alltag zu bekommen und vor allem versuchen wir, Gott zu preisen mit dem, was wir tun und für uns Menschen Gemeinschaft und Gottes Dienst wieder möglich zu machen. Ich danke allen, die wieder mal mitgemacht haben, die Ministranten, die Messnerinnen, die Lektorin, unser Filmteam und natürlich unsere Musikerinnen und Musiker. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder von dem Bildschirm oder vielleicht auch wieder in Personam sehen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen und gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache der Gottesmutter und Jungfrau Maria, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen, segne, bewahre und begleite euch durch euer Leben, der gute und der treue Gott. Er, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja.